Sie haben sich persönlich nie getroffen. Ihre Werke treffen jetzt einmal im Springer Museum in Hannover aufeinander. Pablo Picasso und Max Beckmann. Sie haben zur gleichen Zeit gelebt. Beide zwei Weltkriege überlebt. Diese Kriege aber sehr unterschiedlich verarbeitet, wie im Weiteren auf ihren Werken zu sehen sein wird. Es sind zwei der ganz Großen des 20. Jahrhunderts, die die Malerei, die figürliche Malerei, wirklich in die Moderne gebracht haben. Aber das sind auch zwei Künstler, die die Zeitläufe mit zwei Weltkriegen, mit den großen Diktaturen in Deutschland, in Spanien, in Italien ins Bild gebracht haben und wirklich Zeugnis ablegen von dieser an Verwerfungen so reichen Geschichte. Bilder aus zwei Sammlungen, vom Sprengelmuseum in Hannover und von dem von der Heidt-Museum in Wuppertal, stehen sich im Sprengelmuseum gegenüber. Insgesamt 110 Gemälde aus über 1000 Werken wurden für die Ausstellung ausgewählt. Die Werke von Picasso sind auf violetten Flächen und die Gemälde von Beckmann auf rotem Hintergrund ausgestellt, was es auch für Laien möglich macht, Stile und Sichtweisen zu vergleichen. Museumsdirektor Reinhard Spieler erklärt uns die unterschiedlichen Stile. Ja, es sind ganz verschiedene Temperamente. Picasso ist der große Experimentierer, der mit Leichtigkeit Dinge probiert, weiterentwickelt. Beckmann ist derjenige, der immer verdichtet, der Erfahrungen versucht, ja, in der Bildsprache, die genau dafür passt, darzustellen und die immer weiter verdichtet. Ein schönes Beispiel ist eigentlich so die Zersplitterung des Bildraums, die Picasso im Kubismus entwickelt und Beckmann 10 Jahre später angesichts des Ersten Weltkriegs. Eine Bildserie, die Hölle genannt, ist ein Beispiel dafür, wie Beckmann den Ersten Weltkrieg verarbeitet hat. Die Rezeption und die Auseinandersetzung bildet sich sehr, sehr deutlich in dieser Grafikserie von Beckmann, nämlich die Hölle wieder. Die Hölle ist in dem Fall nicht etwas, was unter uns liegt, sondern so wie Beckmann es darstellt, etwas, was gegenwärtig ist und er selbst als Selbstbildnis ins Werk gesetzt. Wir haben in dem Fall auch eine Arbeit ausgewählt, in etwas höherer gehängter Position, die das wiedergibt, zeigt, dass er sich selbst in einer Hölle sie nun befindet. Bei der gut besuchten Eröffnung der Ausstellung am 16. Februar waren Persönlichkeiten aus Kunst und Politik zugegen. Mit zwei von ihnen konnten wir sprechen und sie nach ihren Eindrücken fragen. Erstens ist es so, dass dies eine großartige Ausstellung ist, ein großartiges Museum. Und ich glaube, dass Dr. Spieler zusammen mit den Wuppertalern hier etwas geschaffen hat, was sensationell ist für die gesamte Republik. Das ist ein Anziehungspunkt, nicht nur für das Museum, sondern für Hannover insgesamt. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass es viele Menschen geben wird, die Picasso und auch Beckmann mal ganz anders erleben und kennenlernen werden, als man den einzelnen Künstler bisher schon wahrgenommen hat. Das sind zwei ganz große Namen der modernen Kunst, Pablo Picasso und Max Beckmann. Und wenn man hier durchgeht, dann ist man erstmal erschlagen von der Meisterschaft der Werke. Jetzt ist es heute bei der Premiere sehr voll. Aber ich habe beschlossen, ich komme nochmal wieder, ich will mir Zeit dafür nehmen. Weil interessant ist ja eigentlich, wie zwei große Künstler zur selben Zeit mit denselben Herausforderungen ganz unterschiedlich das dann am Ende in ihr Wirken umgesetzt haben. Das interessiert mich. Neben den im Vordergrund zu sehenden roten und violetten Flächen sind beide Künstler auf grauem Hintergrund zu sehen. Hier geht es vor allem um geschlechtliche Darstellungen aus den jeweiligen Sichtweisen. Wenn Sie die Chance wahrnehmen möchten, sich diese Ausstellung anzusehen, bis zum 16. Juni haben Sie im Sprengelmuseum die Möglichkeit dazu.